Kubas Hauptstadt Havanna im Zeichen eines historischen Besuchs. Zum ersten Mal seit 70 Jahren kommt ein Außenminister der USA auf die kommunistische Karibikinsel. Kürzlich hatten beide Länder wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Nun eröffnet US-Außenminister John Kerry offiziell die US-Botschaft in Kuba wieder. Erstmals seit 1961 weht hier dann die Flagge der USA. Dennoch haben die ehemaligen Kontrahenten noch viel Arbeit vor sich, wie Kerry unlängst sagte. Seien Sie gewiss, der Prozess der vollständigen Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba wird weitergehen. Er wird lang und komplex sein und auf dem Wege wird es den einen oder anderen Stolperstein und gar Augenblicke der Enttäuschung geben. Geduld wird nötig sein. Ein möglicher Streitpunkt ist die Menschenrechtslage in Kuba. Kerry will sich während des Besuchs unter anderem mit Regierungskritikern treffen. Die Regierung in Havanna wiederum fordert von Washington unter anderem die Aufhebung der seit 1962 bestehenden Wirtschaftssanktionen. Wir haben deutlich gemacht, dass ein vollständiges Ende des Embargos notwendig ist, um unsere bilateralen Beziehungen voranzubringen. Ebenso wie die Rückgabe des illegal besetzten Gebietes Guantanamo. Trotz aller fortbestehenden Differenzen lässt sich eine Entspannung im Verhältnis zwischen Kubanern und US-Bürgern beobachten. Beide Staaten scheinen bereit, nach Jahrzehnten der Feindschaft das Kriegsbeil zu begraben.